Hallo ihr Quirlinge, Mausbade Tilo ist wieder halbwegs fit, ich habe ihn schlafen lassen, es ist draußen Nacht und auf dem Weg hierher habe ich gesehen, dass der Rattentruppführer am Eingang von den Katakomben nicht mehr da ist. Der ist wohl dann doch nach oben gekrochen und ich will mir vornehmen, in dieser Episode in kein Tellereisen zu steigen, aber ich glaube, das wird mir nicht gelingen. Da oben seine Ohren habe ich gesehen, hier ist... Ah, ich habe es gesehen, Mann! Es ist ja nicht so, als ob ich keine Stecker hätte. Aber ich bräuchte schon wieder ein paar neue Stecker allmählich. Also ich hätte jetzt schon 3 plus 1, 4 gebraucht. 5 kann man nur mit sich herumtragen. Oh, jetzt sehe ich die Dinger. Scheiße. Krass, ey. Okay, ich muss mich daran gewöhnen, wie die aussehen. Zur Not muss ich wieder hochflitzen und Stecker holen. Vielleicht behalte ich den Stock einfach in der Hand, weil dann vielleicht dieses Symbol zum Werfen aufploppt. Das hilft mir. Birks Urne, die dritte. Ah, Moment mal. Muss ich hier was anzünden oder so? Das gibt Erfahrung. Das will ich gerne haben. Achtung, dieser Gang ist groß und damit irgendwie weckt er mein Misstrauen. Werde ich überfallen? Kommt von oben eine Spinne runter? Hier gibt es Spinnen angeblich und ich habe ja schon eine tote Spinne unten in den Abwasserkanälen gefunden. Also ja, es gibt Spinnen, aber wo sind sie? Vorsicht, Tilo, Vorsicht. Das ist eine schwere Urne, richtig? Ja, tatsächlich. Habe ich irgendwo eine Verwendung für eine schwere Urne? Da, wieder so eine Tür. Was ist das hier für eine Nische? Nichts drin. Oh, hier ist ein Texturfehler. Hilft mir der? Kann ich irgendwie an ein Wissen gelangen, was ich eigentlich nicht haben sollte? Nee. Das Spiel ist übrigens um einige Patche stärker als noch in der vorletzten Episode, als ich da diese lange Pause im Let's Play hatte. Also es kann durchaus sein, dass jetzt ein paar Sachen irgendwie anders sind. Lad das mal da ab hier und dann kann ich das nächste Tor durchschreiten. Ich kann von einzelnen Ratten mit voller Rüstung. Was war da irgendwie? Ah, ich muss tatsächlich noch diese Rüstung anziehen. Na gut. Ratten in voller Rüstung, damit kann ich dienen. Rattenrekrut, jawohl. Ist natürlich jetzt dunkel für euch, tut mir leid. Die große Halle ist das. Ratten in voller Rüstung. Kann man so ein Ding hier anzünden? So ein umgekipptes Teil? Nein, geht nicht. Mach mal aus. Ich möchte die Kerzen jetzt nicht unbedingt verbrennen und vergeuden. Wenn ich hier in voller Rüstung reingehen sollte, dann behalte ich die Rüstung mal an. Das hat ja dann irgendeinen Sinn. Vielleicht. Kurz orientieren. Das hier ist wirklich was Gebautes. Große Halle. Oh, das stimmt. Spinnen sehe ich noch nicht. Aber auch noch keine Rattenrekruten. Also, Kameraden. Tür. Geht einfach so auf. Also ganz was Neues. Leiter. Ja, dann halt hoch. Wäre doch langsam mal an der Zeit, dass ich einen dieser Rattentypen finde. Diluins Urne, die zweite. Jetzt bin ich wieder etwas, was aussieht wie die Katakomben, aber da bin ich ja nicht. Ich bin ja in der großen Halle nach wie vor. Das Gebiet hat nicht gewechselt. Doch, hat es. Aha.
bin ich in einem anderen Teil der Katakomben. Da macht es ja eigentlich keinen Sinn, den ganzen Putz hier anzubehalten. So, so und irgendwie so. Genau. Ach, hier war ich doch schon. Hier war ich schon. Klar. Hier unten links rum geht es zu dem skelettierten Fisch. Richtig. Ja, genau, das ist die Stelle. Das ist dieses Ding mit dem Fisch. Richtig. Kann ich da was dran werfen? Da komme ich gar nicht bis hin. Nee, dann lass das mal. Ah, okay. Also, ich bin auf einem Abzweig in den Katakomben wieder zurückgekehrt, wo ich noch nicht lang gelaufen bin. Also der Kreis schließt sich quasi. Aber ich glaube, ich habe doch noch ein oder zwei Wege zu gehen. Der naheliegendste wäre draußen, da wo der Truppenführer war, der Rattentruppenführer, der kaputte. Da in dieser Ecke, wo ich die erste schwere Urne gefunden habe, da gab es noch eine weitere Spalte zum Durchhuschen. Da war ich auf alle Fälle noch nicht und dann dadurch glaube ich auch noch nicht. Ich gehe erstmal dahin zu dieser Spalte hier am Eingang, weil vielleicht da irgendwas Wichtiges liegt, weil man davon ausgeht, dass ein Spieler da zuerst reinguckt. Oder die Treppe runter, richtig. Upsala. Tellereisen, ja, genau, schon entschärft, ja. Da ist halt ein Blut dran, mein Lieber. Hier geht's irgendwo hin. In der Ecke war ich tendenziell schon. Und was ist das hier? Da ist wieder so ein Strudel. Was ist das für ein Strudel? Weniger Sachen? Pack den mal weg, den Stock. Brauche ich, glaube ich, nicht. Finde ich hier Zapfen? Nein. Finde ich andere schöne Dinge. Irgendwie nicht. Ah, dieser Strudel will mich vielleicht irgendwo langführen. Ach, jetzt bin ich hier in dieser Halle mit dem Fisch. Aber halt oben. Interessant. Weiter hoch geht's dann aber nicht, richtig? Ne, das hier ist wirklich der oberste Punkt. Ah, wenn ich hier lang gehe, fällt er vielleicht runter. Da muss man da unten dann auf dem Absatz sich dann was abholen. Ah, eine Diebeshut. Finde einen Diebeshut, habe ich gemacht. Ja, ich kann leider die Karte nicht einblenden, weil ich in den Katakomben bin und noch keine Katakombenkarte habe. Ach, der ist hier in den Tellereisen getreten, das arme Schwein. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ein Diebeshut. Geht's denn hier lang? Wo bin ich hier? Ah, Zapfen. Schön. Die nächste lila Waberwolke kann kommen. Aber bin ich jetzt in einem Teil, wo ich schon mal war? Glaube ja. Stimmt, das ist die Ecke, richtig. Da wollte ich auch noch rein, ganz genau. Hier vorne ist wieder der Ausgang. Hier ist die erste Tür mit der schweren Urne. Da hinten ist der Aufzug. Aha, okay. Gut, dann kann ich jetzt hier unten mal die Treppe runtergehen. Da war ich noch nicht, auf alle Fälle. Aber auch ein Tellereisen. Das ist aber auch gemein. Das trennt dir alle beiden Beine ab, wenn du da reintrittst. So vom Verhältnis. Es kommt natürlich auf die Spannung an, die das Ding hat, aber im Zweifelsfall ist die ordentlich. So, da. Das sieht interessant aus. Als wäre da irgendwas. Als müsste man da irgendwie hin. Kann man da springen? Das oder hüpfe ich da in den Tod? Ich gehe mal gerade.
zurück an den Aufzug, da kann man irgendwo speichern und dann bin ich wieder hier und dann versuche ich da mal rüber zu hüpfen. Okay, ich habe Tino mal die Diebesmütze aufgesetzt und die Kerzenkappe abgenommen, damit ich hier rennen kann. Vielleicht ist das ja irgendwie wichtig. Aha, es geht. Man kommt darüber. Und darüber? Das ist aber weit. Das ist weit. Ach nee, hier unten ist noch ein Absatz. Darüber zuerst. Macht das Sinn? Mal kurz checken. Also, das ist so, also quasi doppelt so breit, wie Tilo hoch ist, so ungefähr. Das hier ist irgendwie auch nicht viel besser oder breiter. Ah, Mann! Uiuiui, das geht in die Hose. Ja. Mal mit Tempo probieren. Ah, so geht das. Diduins-Urne, die nächste. Das ist auch Nummer 3 mittlerweile. Ist da noch was? Nee. So, wie zurück? Ja, dahin auf den Absatz zurück, das geht vielleicht. Und da drüben? Geht's da weiter? Da geht's doch irgendwie weiter, richtig? Ich muss doch darüber. Super. Ich glaube, dass man da vielleicht von hinten irgendwann mal ankommt. Dass das ein Rückweg sein könnte. Weil von da, wo die Urne lag, da hinzuspringen, das geht nicht, weil das höher ist. Das wird nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und von hier aus darüber zu hüpfen, da wo ich gerade stehe, das habe ich probiert. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist zu weit. Der Spalt links scheint breiter zu sein als der Spalt geradeaus. Und ich habe hier halt ziemlich wenig Platz zum Anlauf nehmen. Oh, ich glaube, dass man da im Moment nicht hin kann oder dass man da irgendwo hinten rauskommt. Das heißt. Ah, Moment. So, genau. Jetzt kannst du wieder diesen Putz aufsetzen, dass du ein bisschen besser siehst und ihr im Video auch. Das heißt, hier würde ich erstmal abbrechen, die Erkundung. Und da wäre die Frage, wo es eigentlich noch weitergeht. So sinnvoll. Wo geht's denn wohl noch weiter? Ich muss mal kurz Bestandsaufnahme machen, Inventur. Speichern, nein, ich meine später. Geht schon. Also hier vorne, geradeaus, rechts rum bin ich gegangen, da komme ich irgendwo raus, wo ich woanders auch lang komme. Da bin ich zuerst links rumgelaufen. In dieser großen Halle könnte es irgendwie weitergehen. Ohne dass ich genau wüsste, wo. Hier rechts geht's in die Halle, richtig. Hier kam ich raus. Das ist die große Halle. Wo geht's denn da wohl weiter? Da hinten bin ich herumgelaufen. Das war aber auch irgendwie der einzige Weg. Da ist irgendwie ein Bild von einem Nagetier, das ein großes Horn trötet. Vielleicht soll mir das irgendwas sagen. Was es aber nicht tut im Moment. Da unten brauche ich einen Katakombenschlüssel. Und dann komme ich in diese Halle mit diesem Fisch. Hier ist so ein Kreis, den man gehen kann. Genau. Wenn man hier lang geht, dann. Ach, man kommt immer nur wieder an diese Treppe. Da geht man rauf und dann ging es hier irgendwie in diese große Halle rein. Habe ich hier den Abzweig nicht genommen zuletzt? Das war doch hier irgendwo mit der Urne und dieser zweiten Tür. Das war nur eine Nische. Dann komme ich hier wieder an. Ah, hier geht es noch ein Stück weiter. Anzünden. Ach stimmt, du kannst ja mit dieser Kerze auf dem Kopf hier Sachen anzünden, richtig. Aber dieses liegen gebliebene Teil hier, das kannst du nicht anzünden, richtig? Nee, das geht nicht. Ich kann da rüber hüpfen. Ach, da ist der Spinne da hinten. Na, ah, scheiße.
Jetzt geht's mit den Spinnen los. Ich sehe die andere auch da hinten. Oh je, ich kann mich auch gegen Spinnen nicht wehren. Oh je. Ja, liebe Quirling, ich mache hier mal Schluss. Ich werde Tilo da hinten irgendwo am Eingang nochmal in diesem Fass speichern lassen. Dann komme ich hier hin zurück und dann geht's hier an der Stelle weiter für euch am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!